Die bayerische Automobilindustrie ist natürlich weiterhin das Rückgrat unserer Wirtschaft in Bayern. Wir haben hier bedeutende, international bekannte Autohersteller und die wollen wir behalten. Natürlich ist die Automobilindustrie mit der ganzen Abgasdebatte ja in eine Schieflage gekommen. Jetzt müssen wir die Dinge wieder neu aufsetzen. Digitalisierung, Elektromobilität, künstliche Intelligenz, all das spielt jetzt auch zunehmend in die Autobranche rein. Also eine herausfordernde Situation, in der sich unsere Automobilindustrie derzeit befindet. Wir haben uns heute erstmal intensiv im Gespräch unterhalten über die Elektromobilität, die Rahmenbedingungen wie Infrastruktur, was da nötig ist, aber auch über andere Themen wie zum Beispiel regeneratives Gas, was dem Minister sehr am Herzen liegt, synthetische Kraftstoffe und Brennstoffzellen. Mich hat sehr gefreut, dass der Minister sich hier im Werk die Zeit genommen hat, auch mit Mitarbeitern zu sprechen, sich ein Bild zu machen, wie wir hier produzieren, dass er sich die Zeit genommen hat, selbst den e-tron zu fahren und dass er sich vor allem die Zeit genommen hat, ausführlich mit unserem Vorstand über aktuelle Fragen der Antriebstechnologien zu sprechen. Bayern ist ja Autoland und soll es bleiben. Natürlich, die neuen Herausforderungen müssen bewältigt werden, aber das werden wir schaffen. Dann ist Bayern wieder weiterhin vorne dran. Da lassen wir nicht an uns rütteln.